Mächtige auf Abruf. Zwar dazu verurteilt, miteinander zu regieren, aber nur, weil der große Sieger, der Rechtspopulist und Europagegner Jörg Haider, nicht hoffähig ist. Jedenfalls noch nicht. Doch die Zeit arbeitet für den Demagogen. Jens Schregelmann aus Wien. Wenn der Wiener über etwas reden oder sich informieren will, dann geht er ins Kaffeehaus. Thema Nummer 1 war am Abend natürlich der Wahlausgang und da war die Meinung einhellig. Naja, also ich glaube, dass das Ganze nur ein Denkzettel war und dass die nächste Wahl eigentlich ganz anders sein wird. Ich denke, es war sicher ein verdienter Denkzettel. Fast jeder zweite FPÖ-Wähler wollte nur der Regierung einen Denkzettel verpassen, der ihm aber jetzt selbst einmal Kopfschmerzen bereiten könnte. Jörg Haider dürstet nach Macht, auch wenn er jetzt noch nicht mitregieren will. Ich möchte jetzt in der Opposition bleiben, um die Freiheitliche Partei fachlich, inhaltlich und personell auf eine Regierungsverantwortung vorzubereiten, von der dann Österreich etwas hat. Wenn Haider an die Macht im Parlament stürmen kann, dann will er die repräsentative Demokratie und die Parteien abschaffen. Bundespräsident und Kanzler sollen eine Person sein, die direkt gewählt wird. Natürlich denkt er an sich selbst. Und um sein Ziel zu erreichen, setzt er auf die Stimmen der Unzufriedenen und Ängstlichen. Sie sollen ihn an die Macht bringen. Weil wir auf der Seite jener Bürger stehen, die fleißig und anständig sind und die letztlich heute von den Parasiten, von den Privilegienrittern und von jenen, die ständig aus den öffentlichen Kassen nehmen, ohne was hineinzutun, missbraucht werden. Parasiten sind für ihn im Übrigen auch die Ausländer in Österreich. Die wirklich radikalen Rechten verschicken immer öfter Briefbomben an Ausländerfreunde und weitere Andersdenkende. Jörg Haider bereitet den Nährboden für diese Radikalen, meint Heide Schmidt. Sie war lange in Haiders FPÖ, trat seinetwegen aus und gründete das Liberale Forum. Ich glaube, dass Jörg Haider hauptverantwortlich ist für ein bestimmtes Klima in unserem Land. Für ein Klima der zunehmenden Ausländerfeindlichkeit, für ein Klima der zunehmenden Verunsicherung von Menschen. Noch ist Haider weit von der Machtübernahme entfernt, aber im Kaffeehaus macht sich leise Angst breit. Wenn er wirklich an die Macht kommt, dann kann ich nur mit Heinzels Worten sagen, gute Nacht Österreich. Und ich habe ein kleines Kind und ich will mir meine Gedanken machen, wie meine Zukunft ausschaut. Aber die Wiener wären keine Wiener ohne ihren schwarzen Humor. Wer im Kaffeehaus einen Haider bestellt, der bekommt einen großen braunen.